wo sind denn auch mit diesen Ausländern? Ja, aber das können wir nicht, weil die uns abstechen und nein, überfallen. Das stimmt doch überhaupt. Das stimmt nicht. Allein in einer Menge, die zur Demo der Rechtspopulisten von Pro Chemnitz gekommen sind. Friederike Wittenburg versucht zu kontern mit Worten. Hier schaukeln sich Gerüchte hoch. Hier hat einer Angst. Es wird aber nicht gesprochen. Ja, es wird nicht gesprochen. Gehen Sie doch mal abends auf die Stadt. Jawohl, gehen Sie runter, was da unten passiert. Gehen Sie runter als Frau. Was da passiert, trauen Sie sich wahrscheinlich nicht. Dann reden wir mit denen. Es müssen die reden. Das können Sie nicht. Wir sind ja längst abgestochen. Spontan hat sie noch schnell ein Plakat gemalt. Gegen Hass und Hetze. Chemnitz nazifrei. Kein Hass, kein Hetze. Das müssen Sie mal den Freunden sagen, die in das Land reinkommen. Am Morgen nach dem heftigen Schlagabtausch besuchen wir Friederike Wittenburg zu Hause. Sie hatte den Mut, wirklich gegen die Sprachlosigkeit anzugehen. Was wollen Sie damit erreichen oder was ist Ihr Ziel? Ja, dass die Leute nie gegeneinander auf sich losgehen, sondern dass die jetzt wirklich miteinander reden, konkrete Ziele formulieren oder Forderungen auch formulieren und die dann konkret auch an die Politik richten. Friederike Wittenburg ist alleinerziehende Mutter und sie arbeitet und studiert an der Uni in Chemnitz. Obwohl sie zwei Töchter hat, hat sie noch einen damals minderjährigen Jungen aus Pakistan als Pflegekind aufgenommen. Aber sie versteht, dass viele in Chemnitz Schwierigkeiten mit dem Zustrom von Flüchtlingen haben. Also hier war ein ganz geringer Anteil von Ausländern oder anders Aussehenden und plötzlich, gerade Chemnitz, werden hier Massen an Flüchtlingen wirklich den Menschen da in die Stadt gesetzt, die eben nie sofort integriert werden, die eben wirklich da erstmal dazu auch gezwungen sind, da rumhängen zu müssen, weil die nie arbeiten dürfen. Ganz spontan ist sie auch zur Demo von Pro Chemnitz gegangen und wollte mit ihrem Plakat vor Ort dagegenhalten. Und das war wirklich einfach so spontan auf dem Nachhauseweg? Ja, ganz spontan, ja. Das kommt aus dem Bauch raus bei mir. Da kann ich mich dann auch nie bremsen. So gerät sie kaum vorbereitet nach ihrer Arbeit in die heftigen Diskussionen mit den Pro-Chemnitz-Demonstranten. Hey, unsere Rentner, die fressen Müll aus! Ach nein, die sammeln Flaschen. Die haben ihr ganzes Leben lang gearbeitet. Den Leuten, denen wird nicht geholfen. Verstehen Sie es? Nee. Nee, Sie verstehen es. Sie verstehen es nicht. Sie verstehen es nicht. In der Zwischenzeit nimmt nebenan die Demonstration von Pro Chemnitz am Donnerstag ihren Lauf. Wir sprechen auch in Ruhe mit einem der Demonstranten. Was müsste aus Ihrer Sicht passieren? Was muss passieren? Ja. Dass wir alle, die nichts in Deutschland zu suchen haben, wieder abschiebt. Ganz einfach. Es gibt einige, die so denken. Auch unter denen, die zu der Stelle kommen, an der Daniel H. starb, um damit hier auch ihre Sicht der Dinge loszuwerden. Facebook ist voll, Kind missbraucht, abgestochen, nur von den Asylbewerbern. Klar gibt es so Deutsche, die sowas machen, aber zurzeit nur Asylbewerber. Zeit, die Frau Merkel alles reinlässt. Eine Stadt und ein Land brauchen den Austausch von Argumenten und Tatsachen. Friederike Wittenburg ist dabei mutig vorangegangen.